Hallo meine Lieben, willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es ein Instagram entscheidet meinen Stalltag oder Stallalltag. Sowas habe ich bei anderen YouTubern schon relativ oft gesehen. Irgendwie hat sowas gefühlt jeder schon mal gemacht, nur ich nicht. Und deswegen wird es jetzt auf jeden Fall mal Zeit. Wir starten direkt mit den ersten drei Fragen, die ich zum Anfang einfach wissen muss von euch, also von meiner Instagram-Community. Ich habe das gestern schon angekündigt auf Instagram, dass ich das heute machen werde und dass dann eben so viele wie möglich dabei sein können und entscheiden können. Ja, also wenn ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, dann macht das gerne, wenn ihr Instagram habt. Könnt ihr dann beim nächsten Mal mit abstimmen, wie mein Stallalltag so ablaufen soll. Ich stelle euch mal hier irgendwo ab. Hallo meine Lieben, jetzt ist es soweit. Ich starte ja mein Instagram entscheidet mein Stalltag Video und ich bräuchte jetzt direkt mal eure Hilfe. Es folgen drei Fragen, die ich von euch beantwortet haben muss, damit ich meinen Stalltag starten kann. Die erste Story ist hochgeladen. Jetzt kommt die erste Frage, nämlich was ich heute überhaupt machen soll, ob ich ausreiten gehen soll. Wir haben heute nämlich einen ziemlich schönen Wintertag oder ob ich auf dem Reitplatz so ein bisschen Freiarbeit machen soll. Ich habe nämlich auch meinen Pivo dabei und der verfolgt einen ja quasi. Also da brauche ich niemanden, der mich filmt, sondern der Pivo macht das. Der folgt mir quasi Runde für Runde am Reitplatz. Genau, und das ist die erste elementare Frage. Die erste und wichtigste Frage, was soll ich mit Momo heute überhaupt machen? Sollen wir an diesem schönen, bisschen sonnigen Wintertag ausreiten gehen oder soll ich auf meinem Reitplatz mit dem Pivo ein bisschen Freiarbeit und Bodenarbeit filmen, weil der folgt uns ja quasi. Ich habe immer nicht so viel Zeit, um die Antworten abzuwarten. Also ich warte so 10 Minuten ungefähr und dann schaue ich, was die Leute so geantwortet haben oder was ihr so geantwortet habt. So, also die erste Story ist gepostet. Dann kommt direkt die nächste Frage. Ich brauche das andere Halfter. Und zwar, welches Halfter ich benutzen soll, um Momo zu holen. Sorry, erstmal in der Jacke hier. Es ist viel zu kalt für eine Fließjacke. Entscheidung Nummer 2. Welches Halfter soll ich benutzen, um Momo zu putzen und reinzuholen? Das schwarze, flauschige oder das blaue mit weißem Fell? Beide flauschig. Und eine ganz elementare Frage, soll ich Momo zur Begrüßung eine Karotte mitbringen oder Leckerlis? Jetzt warte ich ein paar Minuten, währenddessen werde ich schon mal das Mesh herrichten, damit das ziehen kann. Ich habe jetzt diesmal kaltes Wasser drauf gemacht, das funktioniert nämlich genauso, wenn es dementsprechend lange zieht. Und Mineralfutter mache ich hier noch mit rein. Das ist nämlich das, was Momo so nicht frisst, sondern nur im Mash, wenn es aufgelöst ist. Und ich habe mittlerweile schon neues. Allerdings möchte ich natürlich das alte nicht wegschmeißen. Und deswegen fütter ich jetzt das so lange im Mash, bis es leer ist. Und dann bekommt er das neue normal am Abend. Okay Leute, also die erste Abstimmung ist schon relativ eindeutig. 75% stimmen für Ausreiten und 25% nur für Bodenarbeit oder Freiarbeit. Deswegen kommt da jetzt natürlich die nächste Frage und zwar, welche Schabracke soll Momo zum Ausreiten dann tragen? Zur Auswahl steht einmal die dunkelblaue Hölzernde, meine absolute Lieblingsschabracke aktuell. Oder meine weinrote von Eskadron. Die erste Abstimmung war ziemlich eindeutig, es soll ausreiten gehen. Deshalb jetzt die Frage, welche Schabracke soll ich benutzen? Entweder die dunkelblaue mit Glitzer oder die weinrot gestreifte. Jetzt schauen wir mal, wie es bei der Begrüßung ist. Ich bin hier irgendwie zu groß. und zwar hatten wir gefragt, welches Halfter ich benutzen soll. Da ist jetzt aktuell ein bisschen mehr für blau gestimmt. 43% sind für schwarz und 57% für blau. Und zwischen Karotte und Leckerli gewinnt ganz klar die Karotte, die ist mit 85% vorne. Dann machen wir das jetzt mal so. Ach ja, mir ist gerade noch eine Frage eingefallen. Soll ich mit Momo gebisslos ausreiten oder mit der normalen Trense? Jetzt können wir aber mit Momo starten. Ich bin bewaffnet mit blauem Halfter, wie Instagram entschieden hat, und mit Karotte. Jetzt hole ich Momo und werde ihn putzen und bis dahin ist hoffentlich entschieden, welche Schabracke ich benutzen soll und ob ich gebisslos ausreiten gehen soll oder mit Gebiss.
Schabracke ist die Entscheidung auf Blau Glitzer gefallen und Trense auf Gibberslos. Ich screenshot hier mal alles, damit ich euch die Fotos einblenden kann. Momo ist jetzt soweit fertig geputzt. Jetzt muss ich wissen, ob ich ihm Gamaschen drauf machen soll oder nicht. Und hier liegt noch die nächste Frage. Soll ich mit Momo eine eher kleinere Runde ausreiten oder eine größere Runde? Dann kann ich Momo schon mal satteln und trensen. Und zwar mit blau glitzernder Schabracke und gebissloser Trense. Bevor ich jetzt auftrense, warte ich natürlich noch auf das Ergebnis mit den Gamaschen. Okay, auch bei den Gamaschen haben wir ein eindeutiges Ergebnis und zwar sind 85% für Gamaschen und 15% dagegen. Von daher mache ich natürlich Gamaschen drauf. Ich filme es beim Ausreiten mit meinem Handy weiter, weil ich da natürlich keine zwei Kameras mitnehmen kann. Auf jeden Fall ist auch schon ganz eindeutig erkennbar, dass ich eine große Runde gehen soll und keine kleine. Dann wissen wir schon, in welche Richtung wir starten. Es ist echt richtig herrlich heute, wenn die Sonne dann durchkommt. Der Wind hier zurzeit irgendwie immer. Da gibt es irgendwie kein Auskommen, aber zumindest die Sonne scheint manchmal so ein bisschen durch. Diesen Berg, den ich jetzt gerade runtergehe, muss ich nachher auch wieder hoch, um zum Hof zurückzukommen. Deswegen die Frage, soll ich den Berg nachher dann im Schritt hochgehen oder soll ich hoch galoppieren? Ich bin ja letztens auch schon mal lang geritten, den Berg hoch, und galoppieren geht hier relativ gut. Also das wäre auf jeden Fall eine Option. Diese Frage werde ich jetzt in Instagram auch stellen. Ich kann es leider nicht parallel mitfilmen, weil ich ja nur eine Kamera dabei habe. Aber ich zeige euch das dann. Wir gehen jetzt die größere Runde und diesen Berg, den ich gerade runtergehe, muss ich nachher auch wieder hoch, damit ich zum Hof zurückkomme. Deswegen die Frage, soll ich den Berg nachher im Schritt hochgehen oder soll ich hochgaloppieren? Shut the lights, go infrared. Wir sind mittlerweile im Wald, also es ist zum Glück ein bisschen windstiller. Es ist nämlich schon ziemlich kalt, deswegen gehe ich jetzt auch keine riesige Runde. Eine etwas größere als unsere Standardrunde, wenn wir kleinen Ausritt machen wollen. Aber hier ist es schon richtig schön im Wald. Hier kann man es aushalten. Boah Leute, ich bin schon richtig eingefroren. Ich hätte unbedingt den Rucksack gebraucht. Da ist man irgendwie nur noch Beifahrer, finde ich. Wenn es so kalt ist, bewegt man sich irgendwie kaum mehr, um Energie zu sparen. Aber jetzt haben wir die größere Runde eh schon fast geschafft. Jetzt sind wir bald wieder bei dem Berg, den ich vorher runtergegangen bin. Und da muss ich jetzt mal nachschauen, wie der abgestimmt wurde, ob wir mit einem Schritt oder Galopp hochgehen sollen. Auch diese Umfrage war sehr eindeutig. Die meisten haben dafür abgestimmt, dass ich hoch galoppiere. Ich muss jetzt natürlich schauen, wie der Boden heute ist beim Hochgehen und wie es im Gewisslosen ist. Aber grundsätzlich werde ich dann galoppieren. Wir sind zurück. Ich muss mich jetzt hier erstmal unter unserer Wärmelampe aufwärmen. Ich bin komplett durchgefroren. Habe ich übrigens euch zu verdanken. Ausreiten und große Runde bedeutet sehr kalt. Aber hier unter der Lampe geht es zum Glück. Ja, Mietzi, was ist los? Sie schreibt mich schon wieder die ganze Zeit an hier und kuschelt mit meiner Jacke neben mir. Oh, meine Hände. Es tut richtig weh, wenn die dann wieder warm werden. Oh.
Ich bin echt so happy über die Wärmelampe. Ich kann es euch gar nicht sagen. Es ist so eine Bereicherung, dieses Ding. Momo steht jetzt schon hinter mir mit Abspitzdecke und er trägt auch einen Rückenwärmer, den ich selbst gemacht habe. Allerdings zeige ich euch den noch nicht, weil ich selber noch am Ausprobieren und Verändern bin, wie das am besten funktioniert. Ich habe es auf Instagram auch schon erwähnt. Vielleicht zeige ich euch das irgendwann mal, falls es sich als gut herausstellt. Aber das ist noch so ein Prototyp und deswegen erkläre ich dazu noch nichts. Dann werde ich Momo jetzt noch fertig machen, seine Gamaschen runter machen und dann bekommt er sein Mesh. Und während Momo frisst, werde ich noch eine letzte Umfrage machen und zwar, ob ich meinen Sattel heute fetten soll. Das ist was ich gar nicht gern mache. Mal schauen, wie fies ihr zu mir seid. Ob ihr meint, ich soll das heute machen oder ob ihr mich damit verschont. Wir sind soweit fertig und jetzt stellt sich noch die Frage, soll ich heute endlich mal meinen Sattel einfetten oder werde ich heute nochmal damit verschont? Ich mache das sehr ungern und sehr selten. Was meint ihr? Muss ich oder soll ich es dann anders machen? Auch diese Story ist gepostet. Ich bin echt gespannt, wie fies ihr zu mir seid, wo ich schon erwähnt habe, dass ich das nicht gern mache. Mal schauen, was da rauskommt. Das wäre es eigentlich, so eine Videoidee mit lauter Sachen, die man eigentlich nicht gern macht. Ob ihr dann da dafür stimmt oder dagegen stimmt, muss ich dann im Sommer mal machen, wenn es nicht mehr so kalt ist wie heute. So ein Video mit Instagram entscheidet mit lauter Sachen, die man eigentlich ungern macht. Oder was denkt ihr? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Leute, es ist echt richtig fies. 70% stimmen jetzt schon dafür, dass ich meinen Sattel noch reinfinden muss. Ich mache das doch so ungern. Aber dann hilft's wohl nix. Dann wird's heute mal wieder gemacht. Der Schalltag ist zu Ende. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Vielen Dank an alle, die auf Instagram fleißig mit abgestimmt haben und so das Video erst möglich gemacht haben. Wenn euch diese Art von Video gefallen hat, schreibt es mir sehr gern in die Kommentare. Dann würde ich sowas nämlich auf jeden Fall nochmal machen, dann im Frühjahr oder Sommer, wenn euch das auch so viel Spaß gemacht hat wie mir. Schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei. Grundsätzlich immer. Aber für so ein Video ist es natürlich noch viel praktischer, wenn ihr da vorbeischaut und mit abstimmen könnt. Und bis zum nächsten Video. Muah.